Ja, Sipo, seit 6 Tagen im EA draußen, deswegen auch nur ein angespielt. Ich habe gar nicht gesehen, dass es Tutorials gibt. Sind die Tutorials interessant? Video-Tutorial, User Mission, Video-Tutorials. Wer braucht schon Tutorials? Wir fangen aber einfach an. Da haben wir einen Stern. Ich nehme an, mehr Sterne, desto schwerer. Jäger, 3 U-Boote. Na, U-Boot-Jagd brauchen wir nicht gleich am Anfang. Nimm einen Kaffee, lass dir schmecken. Kriegsschiffe der US Navy bombardieren Landziele in Nordvietnam. Ja, dachte ich mir. Und die Mission, ich habe so ein bisschen schon reingeschaut, die sehen doch sehr, also so grundlegend. Gut, in der Moderne ist nicht viel passiert und es gab auch nie, also ja. Wieso sagen, bei Command, Mission Command, Modern Warfare, wie das heißt, und bei Fleet Commander hießen die Missionen ähnlich und hatten ähnliche, ist er ja. Nee, jetzt erstmal anspielen und gucken, ob es was taugt und warten, dass es aus dem IE rauskommt, bevor ich das nächste große Projekt starte. Aber ich habe es jetzt gekauft und dachte mir, ich, nee, angespielt muss schon. Also mal so 1, 2 Stündchen reinlürken. Mal gucken, wie es so ist. Genau. So, von Command der 7. Flotte an Command der Seeaufklärungsgruppe Oklahoma. Sag, sie, ich täte mir jetzt schwer, da was Englisches draus zu machen. Info, Kommandant der US-Pazifikflotte. Wir sind 72 um 10 Uhr Zulu, 17 Uhr Ortszeit. Okay. 1S, warum auch immer hier ein S ist, aktuelle Lage. Geheimdienstbericht deutet darauf hin, dass der Nordvietnam große Truppenverbände und Vorräte in Richtung der Frontlinie der Provinz Quang Tri verschiebt. Primärziel: Fahren Sie die Küste entlang und zerstören Sie auf dem Weg alle größeren Einrichtungen wie Docks und Treibstoffdepots. Der Lenkwaffenkreuzer Sterret hat im Nordosten Stellung bezogen, um Luftunterstützung zu leisten. Hallo Klonkel, einen schönen. Nein. Ich habe auch gar keine mehr, die sind alle gegessen. Wie geht's dir, Klonkel? Bodenanalyse, ja, genau, Boden ist erdig. Bedrohungsanalyse. Laut Geheimdienstinformationen könnten die Ziele von mehreren Küstenartilleriestellungen geschützt werden. Warnstufe gelb, kein Feuer öffnen, es sei denn, sie werden beschossen. MCON, halten Sie Funkstille, bis weitere Anweisungen erfolgen. Okay. Hallo Tuays, einen wunderschönen. Ja, ich denke auch, da sollte Luftabwehrunterstützung stehen und nicht. Aber was heißt SAK? Heißt das wirklich Seeaufklärungsgruppe? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kriege keine amerikanische für A und G zu. Also CUP, okay. S für Special, C, aber A. Attack. Attack, das könnte noch sein. Sea Attack Group. Special Attack Group. Sea Attack Group. Ja, sowas in der Richtung. Ja. Okay. Und warum hier immer 1S, 2S, 3S, 4S, 5S steht, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Okay, also wir sind hier, sollen da lang fahren und alles auf dem Weg dorthin kaputt machen, was am. Aber wir dürfen kein Feuer öffnen, es sei denn, wir werden beschossen. Es geht wahrscheinlich für Flugzeuge und andere Ziele. Surface Action Group. Ah, okay. Das könnte natürlich auch, ja. Ja.
Ja. Aber die Befehle sind ein bisschen widersprüchlich. Ich weiß nicht. Also, zerstören Sie auf dem Weg alle größeren Einrichtungen wie Docks und Treibstoffdepots. Kein Feuer eröffnen, es sei denn, Sie werden beschossen. Ich bekomme widersprüchliche Signale. Ich schieße einfach und gut ist. Also ich gehe davon aus, dass der Punkt 4 sich auf andere See- und Flugzeuge und sonstiges Gedöns auch möglich. Stopp. Was haben wir denn hier? Wir haben die Oklahoma. Ist es die Oklahoma City? CLG. Da. Da ist die. Okay. Dann haben wir die Higby, einen Zerstörer. Oh, was Wodka, einen schönen. Und die Lloyd, noch ein Zerstörer. Die Starter DLG Belknack. Eine DLG, oh Gott. Was ist der Lenk? Ja, das sieht nach dem Lenkraketengedöns aus. Würde ich mal tippen. Okay, das ist. Seht ihr diese ganzen Fernseher? Ja, ihr seht sie gut. Okay, Oklahoma ist ganz vorne und die zwei Zerstörer hinten dran und die hier steht da. Okay, wir kreuzen uns irgendwann, verstanden? Und wir haben ein unbekanntes Signal bei Afrika. Meine ja nur. Ah, das können ja. Unspezifisch Kern, Flugzeugbergung, Flugabwehr, Jagd, U-Boot-Jagd. Da kann ich die prinzipielle Aufgabe, darf ich auch wieder auf unspezifisch, danke. Dann haben wir am Bewaffnung Flugabwehrraketen. Okay. Kann auch als Schiffsabwehrrakete verwendet werden. Okay. 152 Mils. 127. Akustische Täuschkörper. Angriffsmodus U-Jagd. Warum kann ich das Ding so laut stellen, dass die im U-Boot das Trommelfell platzt? Und Dübel. Okay. Die HIMP hat Anti-U-Boot-Rakete, Torpedos, 127 Mil und auch die Defensivdinger. Die Lloyd hat Torpedos, 120 mm und Gedöns. Und hier haben wir 40 mal Flugabwehr Terrier. Kenne ich gar nicht. Fuß. Darf ich das bitte auf Meter? Ich weiß, da schlägt wahrscheinlich jeder Seemann sich wieder den Kopf, alles auf den Kopf und so weiter. Aber ich hätte gern Maßeinheiten, die ich rechnen kann. Übrigens, hier Schwierigkeitsgrad ist realistisch, weil ich werde sowieso auf die Fresse kriegen. Dann können wir es auch professionell machen. Nein, ich kann leider nicht auf. Okay. Nee. Mit diesen komischen Zahlen kann doch kein Mensch was anfangen. Okay, wir haben Multiple irgendwie. ground contacts detected. Multiple hostile ground surface contacts detected. Okay. Wir haben hier Feind. Torpedobode, okay.
Hi, Lustig. Genau, Wodka. Wenn auf die Fresse, dann richtig. Wir haben hier Torpedobütchen. Irgendwo in die Richtung, ich sehe sie bloß nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das da ich bin. Und mein Monitor so verdreckt ist, dass ich nicht unterscheiden kann, ob das da hinten ein Pixel ist oder ich sehe sie wahrscheinlich noch nicht aus der Entfernung. Yep. P6 Glas. Vietnam, ja. Okay, und hier haben wir Kraftstofftanks, die wir eigentlich zerstören sollen. Dann haben wir hier ein, okay. Hübsch. Steht die unter meinem Kommando oder nicht? Hallo Michel. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Und willkommen im Log. Kekse gibt's keine, Glocke hat alles gefressen. Okay, 116 Grad und 5,9 nautische Meilen. Okay. Ja, me too. Okay, ich kann hier also malen. Kann ich auch wieder löschen? Ich kann auch löschen, ich muss allerdings die Linie perfekt treffen, okay. Dann haben wir noch ein Lineal. Und einen normalen Stift, mit dem wir malen können. Nee, mit dem wir Punkte setzen können, okay. Es sind die Standardszenarien. Ich habe es auch am Anfang gesagt. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Ich hab ja Modern Warfare, nicht Modern Warfare, wie heißt's? Command Modern Air Naval Operations und Command Modern Operation. Ich habe Fleet Commander und das Ganze. Und wenn du diese Art von Schiff, dann hast du diese. Dann hast du alles irgendwie immer ähnlich. Was aber nicht schlimm ist. Ist halt so. So. Darf ich jetzt die Waffen, also kriege ich irgendwo noch einen Mission Log? Event Log. Mehrere neue Kontakte. Okay, das dürfte wahrscheinlich dieses Gelbe hier sein. Das heißt, das sind Kontakte. Wir können es auch noch nicht. Und wir können irgendwo in diesem Bereich sein. Und da, wo das Kreuz ist, ist die Mitte. Okay. Ich glaube, da sehe ich sie. Da und da, oder? Aber das sieht. So eine Rauchwolke ziehen die nicht hin, dass sie. Doch, ziehen sie. Okay. Ja.
Ja, nicht nur dir. Das Problem ist, ich darf nicht auf sie schießen, bevor ich beschossen werde. No, I'm not allowed. Mission said no communication. And not shooting as long I don't get shot. On the other hand, I should destroy everything with fuel and stuff here. Nee, der Funk. Nein, nein, wieso ist MCOM? Hier ist MCOM eingestellt. Stopp. Ja, da kamen zwar Funkdurchsagen, aber diese Funkdurchsagen, würde ich einfach mal behaupten, kamen von. Hier ist MCON eingestellt, Herr Wurstsalat. Hier ist MCON eingestellt, nicht Luftaufklärungsradar, nicht Zero. Ja. Hier ist MCON eingestellt. Ich weiß es nicht. Kann ich hier sehen? Einheiten Info, Steuerung übernehmen, Schadenübersicht, bekämpfen mit, navigieren Sensoren. Kann ich hier irgendwo sehen, was gerade eingestellt ist? Informationen, ja gut, hier kann ich mir nochmal angucken, was das Ding hier ist. Hier kann ich alles sehen, was ich irgendwo. Okay, ja, schön. Befehle, Flugdeck, Formationen erstellen, Formation anschließen, Formation erstellen, Sensoren, navigieren, bekämpfen. Vielleicht ist es auch eine optische Erfassung. Warte mal, wo war der Bericht? Kontakt. Hier steht nichts von Radarkontakt, hier steht nur Kontakt. it's 1972, where you still you couldn't decide what you are. You are what you are. So, ESM ist passiv, genau. Ah, ja. Und hier hat man wahrscheinlich dann, wenn die dementsprechend gute Ferngläser haben, halt auch schon Sicht. Also die Rauchschwaden, ich weiß nicht, ob das noch ein Physik ist, auch hier, die Rauchschwaden, sind die PTs. Die auch schön auf mich zuhalten, aber ja. Mit Bomben. I should. Hallo Glowing Blue, einen schönen Abend. Der ist mir schon ein bisschen arg nah, oder? Maybe. As I said, I'm still confused about the rep. Maybe I shouldn't have turned it in early access on German. So, can I see the mission report? Here, mission report. MCON. Silent till other info, orders come, and yellow, no fire if you not get shot.
Okay, meine Schiffe halten sich nicht dran, die schießen halt. Jungs, das ist, okay. New air, contact detected. Track 7012, bandits. Okay. Schön. Vietnamkrieg, ich soll Treibstofflager zerstören. Hier. You mean there could be eels in the water? Okay, why? Turn to course 3, 1, 9. Oh. Turn to course 3, 2, 4. How am I? Moment. Formation erstellen. Nein, oh shit. Kann ich dich per Track and Drop? Ja, kann ich. Du navigieren. Zurück zur Formation. Und bitte schön halten. Nein. Formation. Oh Gott, ich habe es schon wieder direkt kaputt gemacht. Fuck. Ja, nee, ist klar, ich habe alles kaputt gemacht. Der dreht ab, das gefällt mir nicht. Okay, ich habe hier Dinge kaputt gemacht. Einen Moment. Wie kann ich? Ich hätte gern, dass die Oklahoma wieder der Formationsanführer ist. Stopp, halt. Danke. Ja, ich frage mich auch, wo die Air Force ist. MCON, secure all emitters. Radar eye. Okay, also es könnte durchaus sein, wusste, dass du doch recht hattest und auch wenn hier MCON steht, nicht automatisch alle auf MCON waren. Nichtsdestotrotz, wie kriege ich die Formation wieder hin? Ich kann hier leider nicht anklicken, relative Position. Ja, aber dann komme ich halt in dieses tolle Fenster. Befehl ist Befehl, Michael.
Also ich bin jetzt bei der Oklahoma. Rechte Maustaste drauf, Formation, Formation erstellen, anschließen, Formationsbefehle, Formation verlassen, Formation auflösen, Formation bearbeiten. Formationsbearbeiten komme ich in dieses Fenster hier, wo ich aber nichts, doch, ich kann die Position, oh Gott, ich kann sie irgendwo hinschieben, aber ich kann nicht sagen, dass eigentlich die Oklahoma, bitteschön, Le Chefe ist. Links. Gott, was habe ich jetzt getan? Links unten die Menüs. Ja, habe ich. In das Formationsmenü, Formation bearbeiten. Also ihr hört es nicht, aber ich klicke rechts, links, wie ich will. Da kann ich nichts machen. Ich hoffe, das Spiel leckt der Stream. Weil OBS leckt. Es hört sich albern an, aber also das Bild in OBS sieht normal aus, aber meine Tonspur sieht, ja. Drag and Drop habe ich auch schon versucht. Und ich habe ja auch die zwei leeren Positionen, die eigentlich nicht existieren sollten. Und ich habe es kaputt gemacht. Hey. Die zwei kriege ich nicht weg und jetzt habe ich hier zwei, die ich nicht. Nö, ich habe einfach nur einen Bug gefunden oder etwas getan, was so eigentlich nicht. Nö. I killed it. Ist kaputt.
Yeah, it's I can't rearrange the formation. It's done. Surface search on. Radar eye. Bulldog away. Track. Track 7007. Hey Jungs, Sie müssen nicht übertreiben. Auf was zum. Okay, was habe ich getan? Contact detected. Hit track 7007. Greyhound okay. Away. Du schießt jetzt gerade einfach auf alles, oder? Kann das sein? Multiple ground contacts detected. Multiple hostile ground contacts detected. Track 7017 is classified. Hostile building. Hit track 7003. Greyhound away. Track 701. Air search on. Radar eye. Surface search on. Transmit active sonar. Sonar eye. Contact ich. Faded. Track. Ich schalte jetzt einfach mal hier kommt. Transmit active. Surface search. Air search on. Radar eye. New surface contact detected. Transmit active. Surface search. Air search on. Radar eye. Hit track 7016. Air search on. Radar eye. Greyhound away. Track 7003. Multiple hostile ground contacts detected. I have no idea. Scoot up. Greyhound away. Track 7015. Hit track 7003. Greyhound away. Track 7009. Contact faded. Track. Turn to course. 3-1. Turn to course. 3-0. Turn to course. 3-1-2. Hell my. Ich meine, die haben auf mich geschossen. Greyhound away. Track
Das sieht doch aus, als könnte ich hier irgendwie ein Flugdeck haben. Ich habe einen Seahawk. U-Boot-Jagd, Überführung. U-Boot-Jagd bringt mir nichts. Jungs, Jungs. Wir spielen kein World of Warships. Flugdeck, nein. Sehe ich hier irgendwo Status, wie viel Schaden das jetzt gerade gemacht hat? Good. Hit track 7015. Mir fehlt so eine Ansicht mit Schadensreport und Gedöns, weil Einheiteninfo ist ja bloß, was das Ding als solches ist. Ach, Schadensübersicht, da haben wir es doch. Tatsächlich kein. Okay. Und warum fährst du nicht, wenn ich dir gesagt habe, du sollst dahin? So, aber, ja, so, so witzig das Chaos hier gerade ist, ich, möchte doch noch mal, wie es eigentlich gedacht ist. Ups. Du meinst, da sind nur ein paar durchgeschüttelt worden? So, nicht mit der Formationsmanager in irgendeiner Form. So, was ist hier aktiv? Waffen sind bereit. MCON, secure all emitters. Radar eye. Okay, ich riskiere es jetzt mal und warte tatsächlich, dass Befehle kommen, weil... Halten Sie Funkstelle, bis weitere Anweisungen erfolgen. Okay. I mean, money wasted. We shot down an MG3 from 1936 with a tomahawk. Worth it. Ich weiß nicht, 1972, am
1972 waren die da schon im Vietnamkrieg drin? Ja, oder? Das war ja schon das Ende, oder? Vietnam ging 69 los mit den Briten und den Franzosen. Und die Amis sind 70 rein, oder? Ich glaube, diesmal kommt er durch, kann das sein? Arch. Hallo, Sierra. Das zweite hat es auch direkt erwischt. Okay, direkt zum nächsten Start. Ich bin aber kurz auf die Toilette. Multiple ground contacts detected. Multiple hostile ground surface contacts detected.
Na toll, ich habe keinen Ton, danke. Was ich sagen wollte war, es ist Early Access. Da möchte ich prinzipiell nie eine Empfehlung beim Vollpreistitel aussprechen. Es sieht gut aus. Ich habe jetzt schon dreimal auf die Fresse bekommen. Das erste Mal wegen Bedienungsfehler, das zweite Mal. Okay, das war knapp. Der kommt durch. Autsch. Technisch läuft es einwandfrei. Ich habe allerdings auch eine dementsprechende Grafikkarte, also also war das vorhin einfach nur Dusel, dass meine Schiffe durchgekommen sind? Also ich wüsste nicht, was ich noch mehr tun könnte. Also bisher habe ich keine Abstürze. Ich habe Bedienungsprobleme gehabt. Ich habe hier mal aus Versehen vorhin in der allerersten Versuch die Oklahoma aus der Formation rausgenommen und sie dann nicht mehr wieder rein. Ich habe die komplette Formation verrissen gehabt. Ja, aber ja, wusste, aber ich habe ja hier Status Flugabwehr Waffen frei gegeben. Ja, aber da ist, spricht halt 7, immer noch das. 0, auf was 2, schießt ihr jetzt? Ach, die PT. Hä? Ich sag Status Flugabwehr waffenfrei. Und der schaltet alle Waffen frei. Der hat auch hier hinten die PT-Boote platt gemacht. Contact faded. Track. Hit track 7019. Floating beyond control. Abandoning ship. Das ist komisch. Air search on. Surface search on. Radar eye. Air search on. Surface search. Transmit active sonar. Sonar eye. Air search on. Surface search. Transmit active sonar. Sonar eye. Hit track 7003.
Das finde ich gerade ein bisschen komisch, wenn da steht Flugabwehr an und ja, da stand dran, dass diese Raketen, die er dabei hat, Contact faded. Flug- und Track. Schiffsabwehr sind, aber wenn ich sage Luftabwehr, Greyhound away. Track. Track 7018. New surface contact detected. Greyhound away. Track. 7003. Greyhound away. Track 7003. Hit track 7020. Ich bin verwirrt. Track 7003. Greyhound away. Track 7003. Greyhound away. Track 7003. Das sieht hübsch aus. Also, nicht für die Umwelt, aber sieht hübsch aus. Hallo Nonni. Greyhound away. Track 7003. Kann ich dir auch befehlen, Seerettung? Greyhound away. Track 7009. Hit track 7003. Greyhound away. Track 7009. Ja. Hit track 7003.
Okay, da schießt es aus nichts. Das weiß ich jetzt nicht, ob weil ich es nicht sehe oder. Greyhound away. Track, track 7003. Warum ballerst du nicht mehr? Okay, warum ballert ihr nicht mehr? Ach, du musst erst, okay. Greyhound away. Track, track 7003. Und du? Track 7-0. Bulldog away. Track, track 7-0-2-1. Hit track 7-0-0-3. Naja, Hostile Warship, also man kann es auch ein bisschen übertreiben. New surface contact detected. Bulldog away. Track, track 7. Hit track 7-0-1-0. Du hast übers Ziel rausgeschossen, okay. Greyhound away. Track, track 7-0-2-4. Sehe nix. Contact faded. Track.
Ernsthaft? Greyhound away. Track, track, 7-0. 2-4. Wieso fährst du? Hallo, könntest du mal bitte wieder... Contact faded. Track. Turn to course. 289. Hell my. Contact faded. Track. Greyhound away. Track. Track. 7026. Surface contact detected. Greyhound away. Track, hit track. 7026. Wie wär's, wenn der Radarwagen angreifen würde, oder ist der schon kaputt? Das Einzige, was mich gerade ein bisschen, also gefühlt... New surface contact detected. Ist jetzt vielleicht böse. Greyhound away. Track, track, 7024. Sollte das hier Vollbild sein. Und die Ansicht ein kleines Fenster irgendwo. Weil ich gucke die ganze Zeit eigentlich nur hier unten, was passiert. Und ja, das ist hübsch anzusehen. Contact faded. Track. Oh, mehr als greift an und ist eine einfache Mission. Blablabla, alles gut.
wie gesagt, mein Auge, ich merke es halt irgendwie, dass meine Augen die ganze Zeit hier sind, ob auf dem Radar irgendwas passiert. Was? Was zum Henker? Jungs, wir werden gerade von irgendwas beschossen. Könntet ihr mal bitte zurückschießen? Hä? Track 7, see Greyhound away. Track 7, 0. Hit track 7, 0, 2, 5. Glaub nicht, dass die über die Distanz mit... Was schießt du auf mich? VID, Track 7027. New surface contact detected. Es läuft nicht gut. Irgendwas trifft mich und ich weiß nicht, was mich beschießt. Nur 30 mm getroffen. Greyhound away. Track, hit track. 7001. Keine Kontakte in der Hinsicht. Contact faded. Track. Hit track 70. VID track 7027. New surface contact detected. Hit track 7001. Ich habe eher noch den Verdacht, dass irgendwas von diesen Dingen hier noch ein größeres Schiffchen ist. Greyhound away. Track 7. Contact faded. Track. Weil ich weiß nicht, von 130, wie weit sind wir entfernt?
12 nautische Meilen. Nautische Meilen, nicht nautische, nautische. Ja, könnt gerade so. Warum bekommt mein Radar die Flugabwehr? Richtung ist auch Küste, aber warum sieht mein Radar die Flugabwehrgeschütze, die mitten in der Pampa stehen, wo ich behaupten will, ein Radar kann das nicht wirklich erkennen, in keinster Weise. Aber Geschütze, die nicht. Ich habe nur See auf. Okay. Ziel erfüllt. Track 7031 is classified. Neutral Merchant. Track 7032 is classified. Neutral Merchant. Okay. Es sieht gut aus. Ich bereue nicht den Kauf, um Himmels Willen, aber ich glaube, ich warte, bis die Kampagne raus ist, bevor ich hier weitermache. So manche Dinge haben sich, also dass ich Flugabwehr feuerfrei und die fangen auch an, Bodenziele zu bekämpfen. Missionsbeschreibung passt nicht. Es ist Early Access. Alles gut. Alles gut. Es ist Early Access. Aber gerade fühlt es sich irgendwie an, als so nach dem Motto, ich hätte auch nicht dabei sein können. Und wäre das gleiche Ergebnis rausgekommen. Gut, vielleicht hätte dann das eine Schiff überlebt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Aber es fühlt sich nicht an, als hätte ich irgendwas gemacht. In irgendeiner Form. Außer irgendwann mal Flugabwehr die Feuerfreigabe zu geben, was dazu geführt hat, dass alle Feuer frei machen. Es läuft gut, es sieht sehr gut aus, optisch. Aber irgendwas fühlt sich komisch an im Moment. Ich warte, bis die Kampagne raus ist. Ist ein angespielt. Passt. Ich werde aber auch tatsächlich Feierabend machen. Weil ich wollte wirklich bloß mal antesten, wie es ist. Und es war ein langer Tag und so weiter. Deswegen auch im Titel angespielt. Ich schicke euch zu Holla weiter. Nächster Stream spätestens am Donnerstag. Ob vorher, kommt ein bisschen drauf an. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich schneide es auch wieder auf für YouTube zusammen. Momentan bei dem Preis kann ich nicht mit gutem Gewissen von Kaufempfehlungen sprechen, wenn es Early Access ist, weil es sind 40 Euro. 44, glaube ich sogar. Kann ich da aktuelle Stand nicht sagen, kauft. Es sei denn, ihr seid wirklich da ganz tief drin und es ist euer Ding, dann ja.
Ohne Frage, wenn es eher so wie ich strategisch interessiert, aber dann sitzt er da wie ich und denkt, ja, sieht schön aus, aber im Moment. Ha. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen zeigen, was das Ding kann oder nicht. Wir sehen uns am Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.